einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar nach der Sommerpause mit dem Thema Agina Trader Helpdesk. Das machen wir natürlich weiterhin mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er wieder heute Abend für uns die Zeit gefunden hat. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Fed und freue mich natürlich ebenfalls, dass Sie heute Abend live dabei sind, denn das Webinar ist ja für Sie gedacht. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, Carsten auch Fragen zum Agina Trader live zu stellen. Und bevor ich aber den Bildschirm übergebe, wie immer kurz den Risikohinweis, denn das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, so wie gehabt, und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, gut, dann, lieber Carsten, übergebe sehr gerne den Bildschirm. Sag ich mal, willkommen zurück und viel Spaß. Ja. Danke, danke, Nelson, für die tolle Ankündigung. Wie immer muss ich mir den Bildschirm zurechtlegen. So, auch von meiner Seite an alle Teilnehmer einen wunderschönen guten Abend und ganz genau, so wie Nelson es gesagt hat, die Sommerpause ist vorbei. Ich habe mir wirklich den Juli komplett, sage ich mal, gegönnt und die Börse einfach mal abgeschaltet. Das heißt, Positionen verkauft, Investitionen natürlich behalten und auch den Agina-Tradern nicht angeworfen. Das heißt, ich habe wirklich 4 Wochen da mal völlig Abstand genommen. Das kann ich eigentlich auch wirklich jedem nur empfehlen, sonst kommt man so eine Dynamik hinein und man muss sich auch mal losmachen von den Themen. Ne? Und von daher ist es für mich gut gewesen, Positionen zu verkaufen, damit ich halt nicht darauf schaue. Und das hat gut getan, diese Kraft mal wieder zu tanken. Ein Jahr lang keinen Urlaub gehabt zu haben oder 2 Jahre fast davor. Wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein. Deswegen ist das super. Und jetzt bin ich wieder da mit FX Flat zusammen. Agina Trader Helpdesk, das, so wie Nelson es auch gesagt hat. Es ist im Endeffekt ein Live-Support. Natürlich kann ich nicht auf alle, sage ich mal, technischen Probleme oder so eingehen. Aber wenn es zur Bedienung des Agina-Traders, sage ich mal, um so eine Fragen handelt, da kann ich natürlich schon schnell Auskunft geben. Deswegen nutzt die Möglichkeit, hier Fragen bei den Fragen einzustellen. Die kann ich hier lesen und dann werde ich darauf eingehen. So, dann mal kurz die Einleitung. Den Risikohinweis hat der Nelson ja schon gemacht, deswegen switche ich mal weiter. Die meisten kennen mich auch, will gar nicht darauf groß eingehen. Mein Werdegang kann man ja hier lesen. Das sollte im Endeffekt reichen. Habe ja auch eine andere Webinarreihe, zum Beispiel zu meiner Strategie, dem Perlentauchen nach Aktien. Dort könnt ihr dann den Ausführungen letztendlich auch folgen. Das alles auf den Aufzeichnungen bei YouTube-Kanal bei FX Flat zu sehen. Was erwartet dich heute quasi? Natürlich eure Fragen zum Agina Trader. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr die jetzt schon da reinschreiben. Wenn nicht, dann kann ich euch verraten, dass wir mit diesen 8 Tipps, die ich, sage ich mal, euch heute geben werde, zum eigenen Trading Desk letztendlich führen werden. Denn das sind Fragen, die an mich gerichtet wurden und Probleme, die zentral bei der Bedienung des Agina Traders ab und zu auftreten oder bei vielen auftreten und im Endeffekt verhindern, dass ihr einen eigenen Trading Desk euch aufbauen könnt. Also ohne dieses Grundwissen werdet ihr es nicht schaffen, einen immer wieder reproduzierbaren Trading Desk, euren Arbeitsplatz aufzubauen. Da werde ich euch heute relativ schnell, sage ich mal, Auskunft drüber geben, was ihr dafür benötigt. Dann habe ich noch eine kurze Info. Wer mich sehen will, ja, der Nils Gajovi, ein Freund von mir und Trader, der macht auch die Zahltragstrategie, ist auch relativ bekannt. Der hat mich eingeladen als Gastreferent im Dezember, vom 5. bis 11. Dezember bei ihm zu referieren. Da geht es natürlich mit dem Agina Trader um meine Perlentaucherstrategie. Das Ganze findet ihr auf seiner Homepage. Wer sich da mal informieren möchte, kann da gerne raufgucken. Finden tut ihr das unter Lernen, Seminare, Masterclass 2021. Und ihr seht, da unten bin ich zu diesem Themenkomplex dabei.
So, das nur kurz als Hinweis. Wer dazu Fragen hat, natürlich kann er immer eine E-Mail an mich schicken. Das ist gar kein Problem. Ich werde darauf antworten. Natürlich könnt ihr mir auch eure Fragen zum Arjuna Trader gerne schon vorab einfach unter der Woche schicken. Dann kann ich mich da schon mal drauf vorbereiten. Und wer noch nicht dabei ist bei FX Flat und ein Konto eröffnen möchte, der kann das über mich tun. Genau dort auf meiner Homepage. Letztendlich bei Services klicken. Dann kommt ihr auf FX Flat. Und ihr bekommt eine Coachingstunde von mir gratis, wenn ihr dieses Konto eröffnet bei FX Flat. Und der Vorteil ist einfach, wir sind 1:1 per Zoom verbunden. Das heißt, ich installiere den Arjuna Trader, falls ihr den benutzt, oder sonstige Einstellungen, also gar kein Problem. Das Gleiche ist, wer ein Arjuna Trader Produkt kauft, der kann natürlich auch das über mich machen und dort eine Coachingstunde bekommen. Also im günstigsten Fall wären das schon mal zwei kostenlose Coachingstunden, die je nach Bedarf mit einem kostenlosen Vorgespräch zu euch letztendlich evaluiert werden, was ihr benötigt und je nach eurem Kenntnisstand angepasst ist. Ich denke, das ist eine tolle Sache, also könnt ihr euch mal überlegen. Einfach anschreiben, wenn ihr das machen wollt, ein Konto eröffnen, damit auch nichts verloren geht und wir das zuordnen können und ich Bescheid weiß und gerne können wir uns natürlich unterhalten. Das wäre dann auch via Zoom. So, und schon fangen wir an. Dann mache ich mal hier das PowerPoint beiseite und hole den Arjuna Trader hervor, denn um den geht's ja. So, wenn schon eine Frage da ist, begrüße alles und noch ein paar dazugekommen. Wunderbar, ich sehe, welche aus meiner Perlentauchergruppe sind auch mit dabei, die natürlich auch immer kostenlosen Zugriff auf Fragen zu der Bedienung zum Arjuna Trader haben. Schönen guten Abend, Uwe. Freut mich. So, okay, das ist mein Desktop. Hier steht ja auch Perlentaucher. Also nicht wundern, dass der anders aussieht, dieser Desktop, als die von euch benutzte Arjuna Trader Version in der Auslieferung. Also im Default-Modus sieht das Ding natürlich anders aus. Ich habe den individualisiert. Das seht ihr ja anhand dieser zahlreichen Reiter hier oben. Ja. Und mich würde mal interessieren, wer denn schon von euch den Arjuna Trader benutzt, der kann ja mal ein Ja reinschreiben und ein X dahinter machen, wenn er schon seinen besten Arbeitsplatz oder seinen fertigen Arbeitsplatz fertiggestellt hat einfach. Ja, der Martin schreibt, ja, XXX, Michael Zimmermann, oh, Entschuldigung, Michael, ja, hat auch seinen Arbeitsplatz schon. Das ist super. Ja, aber noch keinen Arbeitsplatz, sonst hättest du ja ein X hintergemacht. UGL, super. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, ich habe das selber, diesen Arbeitsplatz, den ich hier schreibe, hat fast ein Dreivierteljahr gedauert, weil man im Endeffekt beim Arjuna Trader, das werdet ihr wahrscheinlich nachvollziehen können, eine Vision haben muss, wo man hin will. Ja, letztendlich ist es so, wenn man damit anfängt, gibt es eine Sache, die man letztendlich wirklich wissen muss, damit man überhaupt am Ende dieses Gesamtbild eines Arbeitsplatzes bekommt. Und das sind, ja, das stimmt, würde ich vielleicht anders bezeichnen. Es ist so, dass es schwierig ist, die Ideen, die man hat, in den AT reinzubekommen, ja, und am Ende einen konsistenten Arbeitsplatz und einen effektiven Arbeitsplatz zu haben. Das ist nicht ganz einfach. Und das kann sich jemand vorstellen, was das Wichtigste sein könnte beim Aufbau und beim Zusammenstellen dieses Arbeitsplatzes. Also, wo ihr im Vorfeld schon wissen müsst, dass das zentral wichtig ist, sonst schafft ihr das gar nicht. Ja? Könnt ihr mir vorstellen? Hat jemand eine Ahnung? Ja, das ist schwierig, ne? Nehmen wir mal an, ihr schreibt ein Dokument, ja, und geht. Ja, super. Ja, das stimmt. Bestätigung von mir, dass ich es ist unheimlich viel Arbeit. Ja, das stimmt ganz genau. Man muss wissen, was man will. Schön, der Florian hat es installiert. Ich hoffe, es ist, vielleicht ist es jemand von FX Flat aus dem Support, weiß ich nicht genau. Das ist ja schon mal sehr gut. Es geht darum, wenn ihr zum Beispiel auch ein
Nelson? Ich glaube ja. Ich glaube, ich Ah. weiß, worum es geht, ja. Ah, super, das freut mich umso mehr. Es ist ja so, wenn ihr zum Beispiel auch mit Word arbeitet oder mit einer anderen Software, wenn ihr etwas schreibt, dann speichert ihr das ab, logischerweise. Solltet ihr machen, bevor ihr einen Rechner ausschaltet, außer ihr seid mit der Cloud verbunden und das Ding speichert alleine. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Agena Trader. Das sind die verschiedenen Ebenen der Speicherung. Und zwar rede ich hier explizit von Vorlagen. Und das ist wirklich wieder ein zentrales Thema, weil viele mir schreiben, sag mal, das Ding ist mir abgestürzt, ich kriege das gar nicht mehr so hin, alles ist weg. Oder, oh, jetzt habe ich aber viele Fenster offen, aber leider habe ich alles überschrieben. Und das sind halt grundlegende Kenntnisse, wenn man da schon Defizit hat beim normalen Windows-Anwendungen zum Beispiel, beim Speichern, dann ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, das zu verstehen, in welcher Ebene man so etwas aufbaut. Und das ist wirklich ein zentraler Punkt, den ich relativ früh für mich erkannt habe und deshalb auch schon so lange mit dem Ding arbeiten kann und da eigentlich keine Probleme habe. Selbst bei meinen Coaches merke ich oft, dass die halt hilflos sind, wenn sie etwas verlieren. Das heißt, wenn etwas abstürzt, sie etwas wegklicken, ja, so ein Reiter hier oben, ja. Wenn zum Beispiel hier oben ich einfach jetzt mal das Depot zum Beispiel löschen würde, dann würde das bei einigen Leuten sagen, oh, das ist jetzt weg, wie kriege ich das jetzt wieder? Das ist nicht sehr intuitiv zu bedienen. Wenn man es aber weiß, ist das kein Problem, aber das zu wissen ist es. Und das möchte ich euch heute zeigen, dass ihr das wirklich von Anfang an versteht und wie ich meinen Arbeitsplatz aufgebaut habe. Das ist wirklich ein Webinar, wo ich Wissen preisgebe, was jetzt nicht so alltäglich jetzt hier auch von Agena Trader Leuten, sage ich mal, propagiert wird. Also ganz schnell und ganz auf den Punkt gebracht, was ihr wissen müsst. So, wenn ihr so etwas Ähnliches als Arbeitsplatz erstellen wollt, wie ich jetzt da oben habe, das heißt hier mit verschiedenen Reitern zum Beispiel, dann ist das Erste, was ihr machen müsst, euch erstmal den Chart anschauen, den ihr haben wollt. Das ist das Erste. Das ist das optische Layout. Das ist der Hintergrund. Ja? Wie ihr den einstellen könnt, darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, macht euch Gedanken darum, wie ihr euer Hintergrund haben wollt. Die Kerzen bei mir sind schwarz-weiß zum Beispiel. Wie wollt ihr eure Kerzen haben? Welche Indikatoren wollt ihr dort reinhaben? So, das sind die ersten Grundlagen. Und dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Ich mache das jetzt mal größer, diesen einen Chart hier. Die anderen Charts sind ja im Hintergrund. Müsst ihr wissen, welche Indikatoren legt ihr in den Action Bar? Das ist das Ding hier in der Seite, ne? Also hier kann man zum Beispiel sagen, ist bei mir der 200er. Den kann ich mit Anklicken drin lassen oder rausnehmen. Es ist also generell besser, einen Indikator in die Action Bar zu legen. Ja? Das heißt, auch darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Zum Beispiel Signale kann ich dort auch reinpacken bei mir. Long-Signale, Short-Signale. Das kann ich hier dort hineinpacken. Kauf-Button, also Entry-Escort und so weiter und Listen. Ja? Das machen wir ein extra Webinar, dann nochmal über den Action Bar, was man da reinmachen kann. Wichtig ist, dass der Fokus zu sagen, wie soll das gesamte Chart-Layout aussehen? Und Chart-Layout ist wirklich nur, verfolgt die Maus bitte, das hier. Das heißt, der Chart. Ja, die Leiste da oben gehört mit dazu. So, zack, runter bis zum Volumen. Wenn ihr da auch noch, sage ich mal, Indikatoren drunter habt, wunderbar, das geht auch. Und dieses Action-Bar-Teil. So, und nur dieses eine Foto. So, und damit ihr später immer wieder auf die Sache zurückgreifen könnt, ist es halt wichtig, diese erste Chartvorlage so zu designen, dass sie fertig ist, dass ihr sagen könnt, yep, das ist es. Weil das ist ganz wichtig. Wenn ihr das später verändern wollt, dann wird es schwierig. Also die Chartvorlage ist das Erste, was ganz, ganz wichtig ist. Dann speichert ihr die, wenn ihr die habt. Also macht euch lange, lange Gedanken darüber, wie das Ding aussehen soll. Ja, das muss vorher geplant sein. Weil wenn ihr am Ende, so wie ich, so viele Reiter oder Tabs habt da oben und ihr wollt es dann im Nachhinein ändern, dann müsst ihr halt viel, viel klicken und die ganzen Charts manuell wieder einfügen. Ja? Weil List-Chart-Gruppen und sowas, was das ja alles noch gehört, bauen letztendlich darauf auf. Also diese Chartvorlage ist extrem wichtig. So, wenn ihr das alles schön gemacht habt, dann klickt ihr einfach hier mit rechts rein. Ich bin ein Freund von der Menüführung, weil ich dann immer
weiß, dass es an demselben Platz ist. Also es gibt auch die Buttons da oben, da bin ich halt nicht so ein Freund von, oder Symbole. Ne? Also ich bin eher der Typ, der sagt, okay, gib mir das Menü, da steht eigentlich mehr drin und mehr ist zu benutzen. So, wenn ihr also das Ding habt, dann geht ihr bis hier runter auf Einstellungen. Lasst euch nicht erschlagen von dem Menü, ihr müsst wieder ganz nach unten fahren mit dem Fahrstuhl. Chartvorlagen, da sind wir genau richtig. Chartvorlage ist genau das, was ich euch gezeigt habe. Actionbar und dieser eine Chart. Und dann geht ihr auf Speichern unter. Auch nicht erschrecken, das ist natürlich mein Tool mit bei. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge Chartvorlagen gespeichert. Und jetzt ganz wichtig, ihr müsst die gut beschreiben. Ja, nicht hier 1, 2, 3, weiß ich nicht, ihr müsst ein System haben. Und ich empfehle euch, ist wie beim Dateien, nutzt die ersten Buchstaben, damit all eure Sachen, die ihr speichert, auch chronologisch aufgeführt werden. Ja, ihr seht ja, hier oben sind die von Agena Trader, die ab Werk drin sind. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein System habt, so wie ich, oder ein Paket, dann ist halt wichtig, dass, sage ich mal, alle Sachen unter eurem Namen gespeichert sind. Ihr seht, wie viele das sind bei mir. Und ich kann auf alle Sachen, selbst wenn sie abstürzen, immer wieder zugreifen. Das ist enorm wichtig. Ja? Also da habt ihr einen absoluten Mehrgewinn, wenn ihr so anfangt. Nehmt euch lieber ein bisschen mehr Zeit, um eure Chartvorlage zu erstellen, weil das ist die Grundlage. Darauf baut ihr auf. Ganz wichtig. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, dass die Chartvorlage elementar wichtig ist und wie ihr diese speichert und was der Inhalt ist. Zacke, bumm, fertig. So, jetzt sehe ich hier eine Frage, wie bekomme ich den MAC Long und Short weg? Das wird wahrscheinlich ein Button sein in der Grundversion, glaube ich. Pass auf, wenn das Ding hier in dem Action Bar ist, hier in diesem Teil, dann gehst du oben auf hier, ich sage immer Hammer und Sichel ist es ja nicht, aber Werkzeugkasten. Und dann gehst du auf Indikatoren. Es kann aber auch sein, dass es ein Signal ist. Das weiß ich nicht, weil ich habe ja die Grundversion nicht mehr. Klickst du auf Indikator und guckst, ob hier dein MACD Long oder Short drin ist. Wenn er da drin ist, markierst du den und gehst auf Entfernen. Ja? So. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, die ich immer wieder sage. Jetzt ist die Frage, willst du dieses MACD Long, wenn es da drin ist, generell raushaben aus allen Tabs. Also das heißt auf dem Ganzen, da sind sie nicht drin, okay? Dann solltest du auf Apply for All drücken. Wenn du es aber nur auf einem Chart, also in dem Chart, wo du es gerade löschen willst, haben willst, dann nur auf Apply klicken. Dann sind aber alle anderen MACD-Long-Signale noch in den Charts vorhanden. Weil wichtig, wenn man dort auf Apply for All drückt, dann verändern sich alle Einstellungen in den Tabs und richten sich dann danach so, wie dieser Chart aussieht. Ja, das ist wichtig zu wissen. Ja, dann sonst zerschießt man sich seine eigenen Vorlagen, weil bei mir sieht halt nicht jeder Chart oder Tab gleich aus, sondern der baut sich systematisch auf. Okay, dann schaue ich mal auf Entry Escort. Da könnte es vielleicht noch drin sein. Also schau dir einfach mal hier an, ob das hier irgendwo drin ist. Es muss da drin sein. Oder bei Indikatoren, woanders wüsst ihr eigentlich nicht, wo MACD-Long bei dir drin sein sollte. Und dann verfährst du einfach so, wie ich es dir gerade beschrieben habe. Hoffe, konnte dir weiterhelfen. Okay, wenn wir die Chartvorlage, ja, ist bei Indikatoren, siehst du. Sagt der Martin, danke für deine Hilfe. Es wird UGL auf jeden Fall helfen. So, wenn wir das verstanden haben, dann muss ich mir in den nächsten Schritt Gedanken machen, möchte ich nur einen Chart sehen, dann habe ich so einen Chart, oder möchte ich wie hier drei Charts sehen. Und wenn ich drei Charts sehe, dann ist das eine Gruppe von Charts. Und wenn ich links eine Liste sehe, dann ist das eine List-Chart-Gruppe. Und für mich selbst ist das dieses List-Chart-Gruppen, hat für mich im Endeffekt die effektivste Arbeitsweise. Es gibt auch Chartgruppen, die man im Endeffekt speichern kann. Dann hat man halt keine Liste dabei. Bin ich also gerade, was so Tab-Charts anbelangt, wenn hier unten die Dinger sind und man schnell durchklicken kann. Ich arbeite aber lieber mit Listen.
Und von daher müsst ihr natürlich dann, wenn ihr jetzt eine Chartgruppe habt und baut euch eine List-Chartgruppe auf mit entsprechenden Scanner und so weiter, dann habt ihr den Vorteil, wenn ihr jetzt die Chartvorlage habt mit der Default-Eingabe quasi, könnt ihr jetzt im Endeffekt sagen, na gut, wenn ich jetzt hier den Chart erstellt habe, das war jetzt der Chart, wo ich erstellt habe, meinetwegen, dann klicke ich hier einfach mit rechts hinein, Einstellungen, Chartvorlagen, lade und dann lade ich mir die letztendlich, die ich gerade erstellt habe, mit dem sinnvollen Namen einfach in den Chart hinein und muss nicht jetzt immer wieder alles neu machen, weil es ist ja ein endloses Geklicke. Ja, also ganz wichtig, die Chartvorlage dann in einen anderen Chart einladen. Und das könnt ihr natürlich bis ins Extrem treiben, hier genauso. Und die Zeit könnt ihr natürlich, die Zeitebene und die Periodenebene könnt ihr hier natürlich individuell anpassen. Ja? Auch wichtig ist einfach, dass ihr die im Endeffekt hier so die gleichen Layouts habt. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Wenn ihr das gemacht habt, das heißt 1, 2, 3 Charts so mit eurem Layout, so wie es jetzt hier ist, und denn so habe ich es auch gemacht, einfach nur einfügt, dann habt ihr schon mal eine tolle Grundlage und arbeitet dann an eurer List-Chart-Gruppe. Das heißt, ihr designt eure List-Chart-Gruppe so, wie ihr sie gerne hättet. Wenn der Chart so aussieht, wie er jetzt hier aussieht, dann seid ihr im Endeffekt mit, ob ihr 2 Charts habt, 3 oder 4, ist eigentlich Wurst, seid ihr damit schon fertig. So, und dann fehlt natürlich nur noch die Liste. Das heißt, man kann dazu sagen, Screener, Scanner oder Liste. Wenn ihr nur, sage ich mal, Aktien aufgeführt sind, dann ist es vielleicht eher eine Liste. Wichtig ist, dass ihr diesen Teil hier, das heißt die Liste, auch so definiert, wie ihr sie gerne hättet. Das heißt, ihr fügt hier Spalten ein. Das macht ihr hier mit diesem Bleistift, wenn ihr den Button wollt. Oder ihr klickt einfach hier rechts in ein Feld hinein und könnt dann auf Spalten bearbeiten gehen. Da seht ihr auch, was das Menü dort alles kann. Immer mit einem Rechtsklick, also rechte Maustaste, öffnet sich da das Menü. So, wenn ich jetzt Spalten bearbeiten möchte, dann füge ich das alles hier hinzu. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was jetzt, wie man jetzt hier die Spalten bearbeitet und so weiter. Es geht darum, dieses Speicherverständnis zu haben. So, wenn ich das fertig habe, egal was, ob ich jetzt hier Indikatoren hinzufüge, ob ich meine Conditions, also Signale hinzufüge und, das fertig habe, genauso wie euren Chart, macht ihr diesen Screener fertig. Mit Farbe, Farbveränderung. Ihr seht, ich habe einen anderen Hintergrund. Ich wollte es so ein bisschen schön machen für mich, für das Auge, schonender und so weiter. Alles fertig machen, auf OK klicken und jetzt könnt ihr entweder, und das finde ich auch ganz genial, diese Liste und diesen Scanner als Vorlage speichern, also nur das, was ich jetzt hier letztendlich umkreise. Und zwar auch mit einem Rechtsklick. Und zwar hier Scannervorlage. Und dann geht ihr auf Speichern unter und vergebt auch hier. Ihr seht wieder, wie ich chronologisch hier meine Dinge gespeichert habe. Das heißt, jeder, der dieses Tool auch hat oder ihr später, wenn ihr es selber macht, kann immer wieder zugreifen, immer wieder reproduzieren, das, was er an Arbeit dort hineingesteckt hat. Und das finde ich ganz wichtig. Also wählt einen sinnvollen Namen, am Anfang immer das Gleiche und dann baut ihr im Endeffekt den Namen so auf. Ist mal hier so ein kleines Beispiel, damit ihr sowas chronologisch aufbauen kann. Wenn ihr es gespeichert habt, dann seid ihr schon mal im großen Vorteil. Natürlich müsst ihr auch hier versuchen, einen finalen, Scanner oder Liste zu bekommen, so wie ihr ihn gerne hättet. Wenn euch am Ende das einfällt, dass ihr noch was ändern müsst, dann wird es halt eine große Klickerei. Das ist dann etwas schwieriger. So, das wäre jetzt die Speicherebene. Das heißt, ihr könnt natürlich dann auch, wenn ihr mehrere Scanner gemacht habt, diese auch einfach austauschen. Ne? Denn wo gespeichert werden kann, kann auf der anderen Seite natürlich auch geladen werden. Das heißt, wenn ihr hier mit rechts reinklickt, Scanner-Vorlage hier unten, lade, dann könnt ihr die natürlich alle dort hineinladen. Und wenn ich jetzt mal sage, ich möchte jetzt, was nehmen wir denn jetzt hier? EU-Sektoren, meinetwegen den Scanner für EU-Sektoren für mich, dann lade ich den dort hinein und dann verändert er sich und hat im Endeffekt unter demselben
Ja, in derselben List-Chart-Gruppe einen anderen Scanner. So kann ich mir verschiedene Scanner aufbauen und könnte sie eigentlich relativ einfach dort hineinladen. Und die Aktien, die ich dort dann in einer Liste habe, sowie die werden dann gleich analysiert. Also das wäre auch ein Modus für einen Workflow. So, wenn ihr alles fertig habt und sagt, ja, und das ist wirklich die wichtigste Überlegung, ihr müsst jetzt ungefähr ziemlich sicher sein, fast 99%, dass das Ding jetzt so aussieht, wie ihr es haben wollt. Und dann speichert ihr das mit dem Rechtsklick. Einstellungen, das ist immer das Gleiche. Und rast jetzt aber mit dem Ding, fahrt da in den Keller, Chartgruppe. So. Und diese Chartgruppe umfasst letztendlich den Scanner, Liste genannt, Scannerliste, Screener auf der linken Seite und die Charts, die dort drin sind. So. Und dann macht ihr natürlich wieder Vorlage, speichern unter und macht dann hier auf Select euren eigenen Namen, wenn ihr wollt. So, ihr könnt das so machen, ihr könnt aber auch dann einfach einen eigenen Namen vergeben. Ne? Auch wieder chronologisch. Es ist ein bisschen müßig am Anfang, aber wenn ihr immer gleich eine gute Namensvergabe, spart ihr euch am Ende viel Arbeit. Vor allen Dingen, wenn ihr das Ding mal wieder laden wollt, findet ihr es so viel leichter. So, wenn ihr dann fertig habt und auf OK, habt ihr gespeichert, dann seid ihr schon relativ safe. Und zwar, weil ihr dann natürlich diese Liste, da meine Maus verfolgen, das ist das, was ihr damit abspeichert. Einmal ringsherum, mit allen Actionbars und dem ganzen Gedöns. Und ihr seid jetzt quasi in der dritten Speicherebene. Die erste Speicherebene war Chartvorlage. Wenn euch jetzt mal irgendwie was Neues einfällt, dann müsstet ihr wieder eine neue Chartvorlage, also den ersten Schritt, den wir gemacht haben, anlegen und diese Chartvorlage dann in diese List-Chart-Gruppe wieder einfügen. Ganz wichtig, fällt euch sowas ein und ihr verändert retrograd was am Anfang, dann müsst ihr das wieder speichern. Ja, und ansonsten geht euch alles, was ihr dann verändert und ihr speichert, nicht verloren, wenn euch das Ding mal abstürzt oder ihr so ein Tab, hier so ein, wo jetzt Webinar steht, wenn ich das mit Rechtsklick aus Versehen schließe, passiert auch vielen. Und dann kommt die Panik, wo ist das Ding eigentlich? Wie kann ich das reproduzieren? Und ihr habt nicht gespeichert, dann ist das weg. Das speichert nicht von alleine. Ja? Deswegen wichtig, speichert bitte immer die Chartvorlagen. Das ist die kleinste Ebene, mit der könnt ihr relativ gut Sachen schnell wieder reproduzieren. Und dann kommt schon die nächste Ebene, Scanner und List-Chart-Gruppe. Ja? Also ihr habt gelernt, Chartvorlage ist am Anfang wichtig, das Layout eines Charts, dann den Scanner oder Screener, wenn ihr den braucht, speichern. Und dann alles zusammen als List-Chart-Gruppe. So, wenn ihr die List-Chart-Gruppe dann gespeichert habt, dann könnt ihr dieses Format immer wieder neu reproduzieren und müsst dann nur eine Instrumentliste, das sind nämlich die Namen hier oben, ja, das sind die Namen, die hier drin stehen, wie Depot, Handel und Short und Long und alles sowas, was ich habe, Watchlist und so weiter, das sind Instrumentlisten. Und diese Namen vergebt ihr, zeige ich euch, unter Tools, Einstellungen, Instrument Escort. Wir sind ja nicht in der Musikhandlung, sondern im Magina Trader und da, wo man die Listen anlegt. So, da müsst ihr raufklicken, ja, Instrument Listen. Und wenn ihr hier eine Liste neu anlegen wollt, dann könnt ihr einfach da reinschreiben und könnt ihr auch einen Ordner zuweisen. Müsst ihr euch vorstellen, schaffe ich am Anfang gleich viel Ordnung, dann ist die Bedienung nachher umso leichter. Kann ich, also das ist das Blatt, die Instrumentliste, das wäre der Ordner, wo ich sage, meine USA-Listen oder sowas. So, dann habe ich hier meinen Ordner und hier würde ich sagen, meinetwegen A bis Z, A bis B oder A bis, keine Ahnung, was man da für eine Struktur hat, Watchliste, wurscht. So, wenn man das dann speichert, dann ist diese Liste letztendlich dort abgelegt unter diesem Ordner. Man findet die halt mal ein bisschen besser wieder. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. So. Gucke ich. So, da ist sie, A bis B. Und diese Liste ist im Endeffekt dort dann abgelegt. Das heißt, ihr vergebt diese Namen, die oben in den Tabs stehen, sind Instrumentlistennamen. Kommt auch immer so auf die Frage, wie kriege ich denn den Namen da oben rein? Zeige ich euch, ihr seht ja,
Da oben, hier zum Beispiel, Short ist der Name von dieser Liste. Ich habe das auch so für mich gemacht, dass ich das relativ alles wiederfinde. Ich habe Vorzeichen benutzt. Ihr seht meine ganzen Listen, die ich habe von sämtlichen Branchen, das ist meiner Strategie geschuldet, alles chronologisch angelegt. Ja? Und man findet das alles themenbasiert wieder. Ne? Also auch hier wichtig, dass ihr da eine Struktur habt, die hilft euch unheimlich weiter und spart euch später extrem viel Arbeit. Macht euch das am besten handschriftlich oder ihr macht das im PC, könnt ihr dann einfach reinkopieren, ihr müsst es nicht doppelt schreiben. Ich bin immer noch so ein Mensch, der gerne mal handschriftlich da irgendwie was niederlegt. Da kommen mir einfach bessere Ideen, als wenn ich vor dem PC sitze und das alles da irgendwie reinhacke. Aber na gut. So, also ihr kriegt die Namen da rein durch dasselbe Schreiben von Listen. Das sind die Namen in diesen Tabs da oben. Okay. Wenn ihr das habt und eure Liste verschwindet mal, weil ihr sie hier aus Versehen geschlossen habt oder hier das X gedrückt habt, auch dann ist dieser Tab weg, dann bekommt ihr sie folgendermaßen wieder. Natürlich nur, wenn ihr dieses Format, dieses Layout als Listchart-Gruppe gespeichert habt. Wie kriegt ihr sie wieder? Also zum einen macht ihr, hier oben ist ein Button, jetzt bin ich mal beim Button, Listchart-Gruppe. Seht ihr den? So, da gibt es mehrere. Ich habe die, also alle die, die ich nicht brauche, habe ich weggeschmissen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und die kann man natürlich wieder herstellen. Und zwar hier diesen kleinen Pfeil. So, Add and Remove Commands. Und dann seht ihr, der Arjuna Trader hat unheimlich viel Buttons geliefert, aber die meisten brauche ich nicht, sondern alles raus, wo ich sonst draufklicke. Ja, und irgendwie brauche ich das ja nicht vom Workflow. Also am Anfang guckt ihr euch alles an, was das kann. Und dann sind die Haken dargesetzt, was ich brauche und den Rest, der fliegt halt raus. Weil weniger als mehr Übersichtlichkeit dient ja auf jeden Fall, sage ich mal, der Vereinfachung. Okay, so, dann klickt ihr also auf diesen Button Listchart-Gruppe. So, und das, was ihr machen müsst, euch ist jetzt meinetwegen hier dieses Webinar oder dieser Tab verschwunden gegangen, der ist jetzt nicht mehr da, dann würdet ihr ihn hier suchen. Wenn ihr wisst, was ihr sucht, schreibt das einfach rein. So, ne, Webinar. Ihr seht, welcher Kategorie ist denn das Webinar zugeordnet? Gar nicht so. Dann seht ihr hier verschiedene Listen, die ich habe. Ah, okay, Trader Coach Trends, Rohstoffe, Verwaltung, Märkte und das geht weiter. Das sind im Endeffekt meine Listen. So, und die Webinarsache klicke ich jetzt an, weil ich will ja den Namen wieder in den Tab haben. Das braucht ihr alles nicht mehr einstellen, nicht anklicken, weil ihr habt ja eine Vorlage. Also ganz nach unten rutschen. Ja, hier sind die Vorlagen. Und jetzt müsst ihr im Endeffekt die Vorlage finden. Das sind die hier von Arjuna Trader. Jetzt müssten irgendwann meine eigenen kommen. Genau. Die dann für euch passt. Ja, die ihr hoffentlich gespeichert habt. Und wenn ihr das macht, ich mache das jetzt mal, dann müsst ihr ein zweites Webinar auftauchen. Was nehme ich denn? Nehme ich mal den. So. Dann sieht das Ding jetzt so aus mit der Vorlage, wie ich sie jetzt habe. Und letztendlich haben wir jetzt zwei Webinar-Sachen und ihr müsst die richtige Vorlage wählen. Also ihr seht, ihr müsst weniger eingeben, wenn ihr diese Vorlagen habt. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, dass ihr dass euch wirklich mal abstürzt und dann auch so gespeichert bleibt. Ihr ruft beim nächsten Mal den Arjuna Trader auf und euch fehlen die ganzen Tabs zum Beispiel. Das wäre ein super GAU, aber ihr könnt mit dieser Listchart-Gruppe alles wiederherstellen und die Listen sind ja auch gespeichert. Und das ist ein bisschen viel Geklicke, aber das wäre genau, dass ich im Endeffekt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Listchart-Gruppen wieder aufrufe. Und bitte macht das trotz der Backup-Funktion. Ganz wichtig. Ja, viele verlassen sich auf die Backup-Funktion. Das ist schön. Aber folgenden Sachverhalt müsst ihr wissen. Eure Trades zum Beispiel und zum Beispiel auch die entsprechenden Fotos und so weiter, Screenshots, die automatisch erstellt werden, wenn man einen Trade schließt,
Die werden in einer Datei gespeichert. So, nun stellt euch vor, ihr habt schön getradet. Ihr habt die Trades abgeschlossen, hoffentlich bei FX Flat. Und dann fällt euch immer auf, ihr habt einen Fehler, irgendwas ist nicht da. So, und dann greift ihr nicht zu dieser Listchart-Gruppe und stellt diesen Tab wieder her, sondern sagt, ach, ist mir einfach zu blöd. Ich habe ja ein Backup gemacht. Und dann geht ihr aufs Backup. Findet ihr übrigens hier. Wer es noch nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Das ist eine weitere Sicherungsmöglichkeit zur Speicherung der Vorlagen. Backup. Backup machen. Dann müsst ihr hier ausschalten, den Datenfeed meinetwegen. Okay. Den habe ich jetzt nicht ausgeschaltet. Dann kommt diese Funktion. Dann könnt ihr die Einstellung also lassen. Und dann sagt ihr Feuer frei, dann macht ihr ein Backup. Super. So, wenn ihr das gemacht habt und sagt, hier oben ist ein Tab weg, egal, ich mache jetzt einfach, ich habe jetzt 5 Wochen mit dem Tool gearbeitet, habe unzählige Trades gemacht oder auch nur ein paar und dann ist dieser Tab weg und ihr sagt, okay, jetzt gehe ich auf Backup und lade einfach das Ding wieder hoch, dann wird er ja so wieder hergestellt, wie er da war. So, jetzt dürft ihr aber eins nicht vergessen, auch diese Datei, wo eure Trades drin sind, wo ihr 5 Wochen getradet habt, die ist ja auch in diesem Backup drin. Und wenn ihr das Backup jetzt hochladet, was wird passieren? Die Trades sind auf dem Stand von vor 5 Wochen. Das heißt, euch fehlen 5 Wochen Trades. Deshalb sage ich mal, das ist Ultima Ratio, dass ich so ein Backup mache oder ich müsste jeden Tag ein Backup machen, sodass ich, das kann man ja auch machen, ne, ist kein Problem, machen aber viele nicht. Also entweder macht ihr wirklich jeden Tag ein Backup und nicht einmal im Monat oder ihr nutzt diese Listchart-Sache, dann müsst ihr nicht alles neu, sage ich mal, riskieren, was ihr euch erstellt habt. Also, was haben wir gelernt? Sicherlich mache ich immer ein Backup. Das ist die einfache Version. Ich zeige es nochmal. Überhaupt Backup, Backup. So, solltet den Datenfeed hier unten vorher ausschalten oder die Kontoverbindung und macht dieses Backup. Ja, das ist wirklich schon mal ganz gut. Das ist auch nicht so groß. Man kann das später auch dann löschen. Hilft ungemein. Ja. So. Und natürlich macht ihr eine Chartvorlage, Einstellung, ganz die vorletzte Sache, speichern unter und speichert die dann bitte mit einer tollen Namensgebung. Zweite Ebene, euer Scanner, eure tolle Arbeit, die ihr hier reingesteckt habt. Ja. Nicht Spalten bearbeiten, falsch, ihr müsst eins runterklicken mit rechts. Scannervorlage, speichern unter. Ja, auch hier wieder nicht auswählen, sondern dann hier einen Namen eingeben und auf OK klicken. So, das war die zweite Speicherebene. Und die dritte, wenn ihr soweit fertig seid, ist Einstellungen, Chartgruppe, Vorlage, Speichern unter. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf einem anderen Bildschirm, den seht ihr nicht. Und dann einfach Namen vergeben und auf OK klicken. Wenn ihr das macht, dann seid ihr schon mega super sicher. Aha. Gibt noch eine vierte Ebene, die auch wichtig ist, Arbeitsplatzvorlagen. Was ist Arbeitsplatz? Arbeitsplatz ist nicht mehr nur dieser Tab mit dieser Listchart-Gruppe, sondern Arbeitsplatz heißt natürlich, alles, was ihr hier seht, wird gespeichert. Ja. Wo die Maus ist, alles, was ihr seht. Wo speichert ihr das? Ihr werdet es sehen, wenn ihr den Agena Trader schließt, dann fragt euch immer, wollt ihr schließen und wollt ihr speichern? Na, wenn ich jetzt hier auf X klicke, mache ich aber nicht, dann bin ich ja weg, dann fragt er automatisch, speichern ja oder nein. Müsst euch immer im Klaren sein, wenn ihr rumexperimentiert, ja, und irgendwo hat es gehakt, dann ist es blöd, wenn man dann auf Speichern klickt, weil dann habt ihr ja den Mist, letztendlich den ihr verzappt habt, damit drin. Also ein bisschen vorsichtig sein. Bei der Wahl, wenn ja irgendwas schiefgelaufen ist, würde ich eher mal sagen, nein, nicht speichern. Ihr könnt aber auch manuell bestimmte Phasen speichern, während ihr dort arbeitet, weil es passiert nicht automatisch. Habt ihr jetzt 8 Stunden lang am Agena Trader gearbeitet und nur das Letzte, in der letzten Stunde war etwas, dann nein zu sagen, wäre natürlich blöd. Deswegen, wer Arbeitsplatz speichern, kann man natürlich auch hier seinen eigenen Namen vergeben. Ihr seht, ich habe ja hier verschiedene Versionen letztendlich. Und kann man auch eine Kategorie vergeben. Ja, hier sind die verschiedenen Perlentaucher-Strategie-Versionen, die meine Kunden natürlich immer kostenlos bekommen. Also nur einmal ein Coaching gemacht, dann gibt es die immer umsonst, wird auch immer weiterentwickelt. Also speichert das bitte ab. War die vierte Ebene.
Was gibt es noch für Vorlagen? Finde ich eigentlich sekundär. Natürlich kann man ein Order-Setup speichern. Ja, wenn man eine Order reingelegt hat, dann kann man das hier unter dem Einkaufswagen letztendlich dann dort wieder abrufen. Das finde ich, ja, das ist sehr speziell, aber ist nicht elementar wichtig. Es gibt Fundamental-Scanner-Vorlagen, ja, diesen Screener, ich hier habe. Kann ich sagen, okay, Basic, wenn ich hier Einstellungen habe, dann kann ich das natürlich hier auch speichern und einen Namen vergeben. Dann habe ich diese Scanner-Vorlagen. Ja, wer damit arbeitet, auch wichtig, also auch speichern. Da drückt man halt auf die Diskette hier, wenn man speichern will. Aber auch nicht elementar wichtig beim Aufbau. Was haben wir noch? Zeichenobjektvorlagen habe ich zum Beispiel auch noch. Das ist auch schön, aber das brauche ich im Endeffekt, wenn ich mir. Warum schaltet er jetzt nicht mehr um? Hat er sich aufgehangen? Ich glaube, jetzt will er nicht mehr. Ich habe ihn schon den Tag lang zu sehr strapaziert. Doch, da kommt er wieder. Einmal ausblenden, dann hat er wieder Lust. So, also wenn ihr Zeichenobjektvorlagen speichert, dann reden wir ja von so einem Ding wie, ich habe jetzt eine grüne Linie. Ne, das sind jetzt meine, die habe ich angepasst, oder ich habe ein grünes durchsichtiges Quadrat. Das benutzen wir bei uns für Anzeige von Gaps zum Beispiel. Oder Volumen hochs und tiefs, dann nutze ich gerne das hier oder Texte oder freies Malen zum Beispiel. Das sind ja alles Individualitäten, die ihr anpassen wollt. Wie macht man das? Ich mache es immer so, dass ich im Endeffekt hier bei Zeichensymbole, Zeichenwerkzeuge mir das raussuche, was ich brauche. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf jeden Fall braucht ihr bestimmt Linien, eine Trendlinie. Das ist hier die Werkseinstellung, die sieht so aus. Die wäre mir halt zu dünn. Und dann, wenn ich das einstellen will, dann male ich das halt da rein. Egal welches Zeichenobjekt, klickt da zweimal drauf, dann bin ich bei den Eigenschaften. Und jetzt stelle ich mir das Ding so ein, ich mache mal ganz dick, die Linie soll fünffache Breite haben, die Farbe soll pink sein. Ich sage okay, ich kann hier aussuchen, welche Form, ja, gepunktet, gestrichelt, gedengelt. Autoskalierung, also auf den Chart ausgerichtet, auf allen Charts zu sehen, ja, nein. Das kann vorteilhaft sein oder ja, in der Hinsicht. So, und wenn ich das habe, dann kann ich natürlich hier einen Namen vergeben und sage Pink, meinetwegen. Auch hier wäre es wieder sinnvoll, einen Namen zu vergeben, der halt auch, sage ich mal, chronologisch dann wieder ist, dass alle eure Einstellungen zusammen sind, wenn ihr mehrere Linien habt. Speichern. So, und wenn ich es gespeichert habe, mache ich schließen. Und wenn ich jetzt hier oben reingehe, dann finde ich bei den Linien, Trendlinie. Bin ich jetzt doof oder sehe ich das nicht? Hat ja gar nicht gespeichert. Ist ja lustig. Oder bin ich jetzt falsch? Falls jetzt jemand den Fehler bemerkt hat, kann er jetzt mir gerne helfen. Ich habe sie doch gespeichert. Das ist witzig. Warum das nicht geht, ist ja auch mal lustig. So. Linien, Trendlinie, Default nämlich. So, Doppelklick darauf. Pink. Das machen wir jetzt nochmal. Auch wenn es eigentlich pink steht, aber ist ja egal. 32 nehmen wir auch nicht, nehmen wir nur 3. Das ist immer interessant. Und wir nehmen eine pinke Linie. Okay. Pink. Speichern. Jetzt hat er sie gespeichert. Mal vorher hat er sie nicht genommen. Jetzt müsste ich sie hier aufrufen können. Da ist er. Weiß nicht, warum er es nicht wollte. So, jetzt habe ich im Endeffekt mein individuelles Ding. Und die kann ich jetzt natürlich auch in den Action Bar zaubern. Wer das ja noch nicht gemacht hat, der wird das miterleben. Ich sage Hammer und Sichel, damit ihr euch das merken könnt. So, Hammer und Sichel ist für den Action Bar. Gute Metapher. Ihr sucht Zeichen in Nungen. So, da sind schon welche drin von mir. Dann klickt ihr hier unten rauf, dann habt ihr die fette Auswahl und ihr müsst auf Trendlinie, Trendline gehen.
Ihr seht hier, Trendlinie sind die verschiedenen und da ist pink. Wer darauf klickt, so, und nehmt Apply, sage ich nochmal, ist nur für diesen Chart da oben. Passt auf, wenn ich jetzt auf Apply drücke, okay, dann wird hier unten die pinke Linie irgendwo auftauchen. Da ist sie. Aber sie ist nicht in den anderen Charts. Klickt ihr auf Apply for All. Ja, nochmal zur Verhinderung, das ist wichtig, weil viele zerschießen sich den Chart durch diese Funktion. Apply for All ist das hier. Ja, dann habt ihr das überall. Hier, hier, aber auch auf allen anderen Tabs, weil da steht Apply for All. Ich arbeite deshalb von unten nach oben bei der Erstellung eines Arbeitsplatzes. Das heißt Chartvorlage, für das, was ich wirklich haben will. Also deswegen ist es wichtig, am Anfang zu wissen, wo will ich am Ende hin. Ja, das ist wirklich ein bisschen Planung, ist nicht einfach, habe ich absolute Verständnis dafür, dass es schwierig ist. So, dann haben wir auch die Zeichenobjektvorlagen abgearbeitet. Aber die wichtigen sind halt Chartvorlage, Listchartgruppenvorlage, Scannervorlage und Arbeitsplatzvorlage und die Backup-Funktion. Also ich sag mal, in 45 Minuten noch nicht mal, ich glaube, es waren jetzt 30 Minuten, die wir dieses Thema hatten, hoffe ich, dass ich das verständlich rübergebracht habe und dass das euch weitergebracht hat. Das ist wirklich das für mich, wo ich festgestellt habe, das, wo ich am Anfang gescheitert bin. Ja, weil ich habe irgendwie zusammengeklickt und dann hat niemand mir sagen können, letztendlich, wie baust du das Ding chronologisch auf? Das hat eine Weile gedauert. Und deshalb müsst ihr auf euch auch nicht sauer sein, dass ihr das nicht gleich vielleicht so gemacht habt. Wer das so gemacht hat, super, ist das schwierig. Ja. Der Michael, hallo Michael, schreibt noch nicht den Heikin Ashi aus in den Actionbar legen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass das irgendwie mit der Erstellung des Charts, wie der berechnet wird oder so, drin ist. Was meint Michael Heikin Ashi Chart? Also wenn ich jetzt hier, ich mache das mal größer, das hier gerne, ist ja der normale Candlestick-Chart, den kann ich natürlich verändern hier oben und sagen, ist Heikin Ashi. Natürlich kann ich Heikin Ashi auch einstellen als komplett so, als Listchart-Gruppe, dann habe ich alles in Heikin Ashi, es geht auch. Aber so wie der Michael es meint, ist, dass man sagt, man legt das Ding hier unten rechts rein, in Actionbar. Dann müsste ich also auf ein paar Mal Sichel gehen und müsste sagen, Preisstil, so. Ha, ja, dann kann ich darauf gehen und dann kann ich das hier reinladen. Und da hat der Micha ganz völlig recht, da ist kein Heikin Ashi Chart drin. Da könnte ich also sagen, ich möchte jetzt hier den Mountain Chart sehen, gehe auf Apply, dann habe ich hier den Mountain Chart. Was sollte passieren, wenn ich hier raufklicke? Dann habe ich diese Einstellung. So, wenn ich wieder raufklicke, passiert aber nichts. Das heißt, ich müsste mir einen anderen Button setzen, wo ich wieder auf diesen Preisstil bekomme, den ich eigentlich gerne in Dings hätte. Das war der Candle Start. So, jetzt könnte ich mal hin und her switchen. Ne? Und dann habe ich halt Heikin Ashi drin, obwohl ich hier Candle Start Chart drin habe. Das ist ja lustig. So, jetzt müsste ich hier auf Kerzenchart gehen. Macht er auch nicht. Geht nicht. Also man kann nicht wieder so zurückschalten. Das ist mir auch. Kann ich den rausnehmen? Ja, da kann ich ihn rausnehmen. So, wenn ich jetzt auf Mountain gehe, dann habe ich Mountain und jetzt müsste ich Candle haben. Genau. Das fehlt. War völlig recht. Genau. Also man kann zum Beispiel, wie Konstantin ganz korrekt feststellt, einfach hier oben bei den Zeiteinheiten natürlich auch Heikin Ashi hinzufügen. Das kann man auch machen. Ist auch kein Problem. Benötige ich für mich selber nicht, weil ich das halt in dem Sinne so eingestellt habe, wenn ich das benötige, dass ich es auch so machen kann. Aber es ist völlig richtig. Was der Konstantin super hier meint, ist, dass man das im Konfigurations-Escort, das ist hier Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort, mal sehen, ob ich das gleich auf Anhieb finde, weil so oft stelle ich da auch nichts rein. Und ich glaube, nee, da war es nicht. Wo ist es denn? Na, siehst du, ich finde es auch nicht auf Anhieb. Konstantin wird es mir wieder sagen, rechts in der Actionbar in der Stile. Okay. Tada. Das ist ja gar nicht so einfach zu finden.
Das habe ich einmal gemacht und dann war sie da weg. Ich glaube, der meint Actions A und dann Zeiteinheiten links. Bin ich jetzt blind? Ein bisschen runtergehen. Dritte von unten jetzt, wenn du nicht scrollst. Da, korrekt. Genau. Ja, also wenn ich das schon nicht finde, ist es für alle anderen wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber das sind halt wirklich Dinge, die man halt nicht so oft macht, ne? Und jetzt kann man hier sagen, okay, ich möchte mir Tage hinzufügen. Okay. Dann sehe ich aber immer noch keinen Heikinashi. Lustig. Tage. 1, 2, 3. Okay. Scroll mal noch ein bisschen nach unten. Meinst hey, du, das geht noch weiter? Bei Tage meine ich. Geht noch weiter. Mhm. Ah, jetzt hat er aber vorher nicht geladen. Komisch. Da ist er unten, genau. So, dann habe ich den, letztendlich kann ich den auf Minuten machen oder Tage. So könnte ich mir einen Heikinashi-Chart dort hinzufügen, gehe auf Übernehmen und okay, und dann habe ich das. Nein, das möchte ich natürlich nicht bei mir auf allem haben. So, dann würde ich den dann hier drin haben. Ich habe es jetzt bei mir nicht gemacht, weil dann zerschieße ich mir jetzt den Workspace. Und dann habe ich hier One Day Heikinashi mit drin. Dann kann ich halt selber dann umswitchen. Danke, Konstantin, für die Hilfe. Super. So, wenn ihr noch Fragen habt, schau nochmal. Dann könnt ihr die gerne noch stellen. So, jetzt scrollen wir nach unten. Okay. Ja, ich sehe jetzt mal keine weitere Frage. Genau, eine Minute warten wir noch. Genau. Derjenige noch die Möglichkeit hat zu schreiben. Und ansonsten sollten Fragen natürlich im Nachhinein auftreten, dann entweder direkt den Carsten anschreiben. E-Mail hat er schon gezeigt, wird er sich vielleicht auch nochmal machen. Na, auf jeden Fall. Moment. Ansonsten steht uns das Support natürlich auch zur Verfügung. Auf jeden Fall. Da ist er. Ja, GinaTrader ist eine komplexe Software auf jeden Fall. Und man muss halt wirklich wählen, nimmt man ein Add-on, dann muss man sich, also ein Add-on wie bei einer anderen Software, dass man einfach draufsetzt, ein Tool, wo halt ein Arbeitsplatz, so wie bei mir, völlig fertiggestellt ist. Da muss man sich immer fragen, ist denn die Strategie die ich auch selber mal verfolgen will? Das ist ja auch wichtig. Und vor allen Dingen, kann ich den Agina-Trader denn auch schon bedienen? Weil auch bei so einer Bedienung werden natürlich immer Fehler oder Fragen auftauchen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass derjenige, der so ein Add-on verkauft, auch als Ansprechpartner relativ zeitnah zur Verfügung steht. Und dafür habe ich halt, sage ich mal, eine eigene Gruppe. Und in dieser Gruppe kann man halt eins zu eins zu mir gleich direkt Fragen stellen. Und die werden dann halt beantwortet. Und von daher denke ich mal, das ist eine gute Sache. Also immer darauf achten, dass, solltet ihr ein Tool kaufen, man auch dort relativ schnell Support kriegt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Okay. Dann bin ich durch. Wann haben wir denn das nächste? Ich glaube, also auf jeden Fall im September. Das müsste auch so Mitte sein, ne? Das sage ich dir sofort. Also du bist wahrscheinlich schneller bei euch auf der Seite. 15.09. 15.09. sehen wir uns wieder. Aber wir sehen uns ja schon nächste Woche Mittwoch zum Perltaucher. So sieht's aus, genau. Genau. Gleiche Uhrzeit, gleicher Broker. Und da geht es natürlich um diesen Arbeitsplatz, den ihr eben gesehen habt. Und, das war auch ganz wichtig, eine Aktie, die natürlich dann immer am Ende dabei rauskommt, das ist in dem Fall, das war mal die AMD, die wir besprochen haben, die wir bei uns gerade in der Beobachtung haben, um dann eventuell dort mal einzusteigen. So eine Themen, wie man da hinkommt zu der Aktie, von oben nach unten, Index, letztendlich die Branche und wie man das dann findet und sich die Trades halt zurechtlegt, das machen wir dann in der nächsten Woche. Super,
Ich freue mich und vielen, vielen Dank für das Webinar heute, Carsten. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, auch für das aktive Mitmachen hier im Chat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Restwoche. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche mit dabei sind. Und bis dahin alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf. Und Carsten, du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich kann mich Nelson nur anschließen. Deshalb keine lange Rede. Macht's gut, passt auf euer Geld auf und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.